Hallo und gehst zurück zu Industriegigant 2. Wir spielen wieder eine Mission in der schwierigen Kampagne. Diesmal Neu-Kaledonia. Habt ihr euch ja gewünscht, dass wir schwierig spielen? Plus sogar den Zusatz, dass ich mich nicht vorbereiten soll. Habe ich natürlich brav eingehalten. Neu-Kaledonia, New-Kaledonia, ist mir zwar noch so ein bisschen im Hinterkopf vom ursprünglichen Mal Industriegigant spielen, aber sonst, wie ich es gemacht hätte, jetzt bei den schwierigen Missionen, nämlich ein paar Minuten zumindest reinspielen, um mich reinzufinden, das werde ich eben nicht machen. Auch auf die Gefahr natürlich, dass es schief geht. Ich werde es aber so machen, nicht wie normalerweise Offscreen spielen. Da spiele ich nämlich eher auf Fast Forward, probiere 2-3 Minuten, startet wieder neu, probiere 2-3 Minuten was anderes, startet wieder neu, sondern wir werden es schön analysieren. Ich werde versuchen, es natürlich beim ersten Durchlauf zu schaffen. Sollte nicht klappen, gibt es einen neuen. Ich werde allerdings, wenn irgendwie nach 20, 30 Minuten klar ist, das geht sich sowieso nicht mehr aus, auf jeden Fall abbrechen und neu starten. Also ich möchte jetzt nicht durchspielen die ganzen, wie viel in dem Fall, 15 Jahre, um dann am Schluss zu sehen, das hat nicht geklappt und das Ganze nochmal von ganz vorne zu machen. Also wenn es absehbar ist, dass es nichts wird, dann brechen wir natürlich ab und starten neu. Aber ihr seht eben, das Fehlgeschlagene dann auch. Gut, so, dann lesen wir mal die Missionsbeschreibung. Sie haben es sich in den Kopf gesetzt, in einer eher unwirtlichen Gegend im hohen Norden ein Unternehmen aufzubauen. Diese Entscheidung ist gar nicht so unklug, denn natürlich brauchen auch die Bewohner dieser Gegend eine Gelegenheit, um ihr Geld auszugeben. Ihr ehrgeiziges Ziel ist es, nur mit Baustoffindustrie und Haushaltswaren innerhalb von 15 Jahren einen Firmenwert von 25 Millionen zu erreichen. Leider hat sich die Forstverwaltung nicht dazu durchringen können, ihnen eine Holzfällerlaubnis zu erteilen, aber zumindest haben sie eine Schürflizenz, für Bodenschätze. Und darüber hinaus können sie noch auf 3 mit Erdöl gefüllte Lager zurückgreifen, die sie von einem in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen günstig genommen haben. Viel Erfolg! Ja, sag ich vielen Dank. So, Spiel läuft schon. Ja, gleich mal auf langsam schalten. Schönes Wetter haben wir auch. In dem Fall kann uns das relativ egal sein, weil Haushaltswaren und Baustoffindustrie, da müssen wir nichts anpflanzen. So, da sehen wir eh schon die erste größere Stadt, beziehungsweise glaube ich die einzig große Stadt, wenn ich das auf die Minimap blicke. Aurora. Und da direkt unsere 3 Erdöllager, die wir gekauft haben. Sonst gibt es auf der Insel nichts. Da sehe ich noch ein bisschen was, sind aber eher Dörfer. Und wo sind die restlichen Rohstoffe? Da mal nirgends. Da ist ein bisschen was. So, so haben wir vielleicht mehr Überblick. Da ist Edelmetall. Da auch. Das ist Bauxit. Hier haben wir Stahl, Eisenerz, pardon. Wird dann zu Stahl da auch. Und da ist nichts. Da ist Kupfer, da nochmal Kupfer. Okay, das war's. Gut. Wissen wir das mal. Und was können wir produzieren? Offensichtlich Schubkarren und Haushaltsgeräte, Besteck und Eisschränke. Besteck, das ist Edelstahl. Und Eisschrank Stahl und aus was bestehen die Schubkarren? Aus Stahl und Gummi. Okay, dann wissen wir schon mal, was mit dem Öl anfangen. Und Stahl wäre auch Kühlschränke. Und dann nächstgelegene Stahl oder Eisenerz, in dem Fall glaube ich hier bzw. hier. Dann würde ich sagen, starten wir vielleicht da mit Kühlschränken und wir können das Öl ja runterliefern. Und aus dem Stahl und dem Öl in Folge dann auch Schubkarren produzieren und die alle da in Aurora versuchen zu verkaufen. Okay. Würde ich sagen, legen wir einfach los. Für mich im Moment genug Analyse. Da haben wir schon mal eine schöne Menge. Da ist ein bisschen weniger. Da auch nicht allzu... Moment. 1900, das klingt eigentlich gut. Und
ihr habt es ja mehrfach gesagt, beziehungsweise da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, muss man sagen. Sollte man die Lager möglichst weit auseinanderbauen, um möglichst weite Distanzen zu überbrücken, weil so ist das Spiel ja einfach nur gedacht, beziehungsweise irgendwann in den schwierigeren Leveln, so wie jetzt, schaffen wir es nur mal so, oder sollen wir es probieren, das trotzdem möglichst kompakt zu halten. Ich würde sagen, versuchen wir wieder mal einen Kompromiss, wo ich sage, gut, halbwegs in der Nähe, nicht das Maximum, aber auch nicht ganz dicht dran. Vor allem in dem Fall würde ich es gerne hier bauen, falls mal da noch irgendwann Stahl abbauen wollen. Eisenerz, sagt da und Stahl. So, also. Da kommt mal das rein. Und wir können theoretisch schon ganz langsam laufen lassen. Dann brauchen wir natürlich ein Stahlwerk. Das können wir, glaube ich, uns durchaus erlauben, da oben auf dem Hügel zu bauen. Das soll Stahl produzieren. Und da unten machen wir dann das Lager für Stahl. Beziehungsweise Stahlprodukte. Okay. Ja, und aus dem Stahl machen wir als erstes mal Kühlschränke. Hätte ich gesagt. Perfekt. Okay. Müssen wir natürlich auch, die können wir auch hier im Moment einlagern. Ah, stellen wir es vielleicht so ein. Maximal 6 Einheiten von beiden. Das heißt, jedes kann maximal 2 Drittel verbrauchen. 6 Einheiten pro Monat. Und 3 Einheiten pro Monat. Und dafür zweimal. Ganz schön laut, die Vögel. Kann das sein? Ah. Das heißt, das geht sich genau aus. Wie viel produzieren wir hier? 12,5. Da können wir dann in dem Fall auf die Hälfte gehen. Dann passt das Ganze hier. Okay. Und mit dem Schiff werden wir das verliefern. Starten wir mal etwas günstiger mit einem kleinen, einer kleinen Anlegestelle und hier auch. Ja, das trifft sich eh ganz gut. Eventuell hätte ich nämlich vor, dass wir hier das Lager verwenden. Also wenn wir es schaffen, dass wir eigentlich Gummi, noch haben wir es nicht verarbeitet. Wenn wir es schaffen, dass wir hier ein bisschen Platz machen, das Öl also abtransportieren. So, erstes Schiff, sehr schön. Dann können wir hier die Kühlschränke und die anderen Sachen lagern. Und vor allem eben, wollten wir ja das Öl da unten auch weiter verarbeiten. Sollen wir das im Moment, na, da werden wir uns ein extra Lager leisten, oder? Eigentlich sollten wir ja Geld sparen. Eins leisten wir uns noch, komm. Also aus dem Öl können wir dann Plastik produzieren und dann in Folge eben Schubkarren. So, dass ich es rausbekomme, Schubkarren. Okay, dann lassen wir es ein bisschen laufen. 1,5 Millionen haben wir noch. Allerdings werden wir noch einiges bauen müssen, nämlich da oben die Infrastruktur, um unsere ganzen Waren loszuwerden. Theoretisch können wir natürlich auch einen Teil hier verkaufen, nur mal aus reinem Interesse. Ah ja, 3, 4 Stück im Jahr, nicht allzu viel. Stabile Wirtschaft, das ist gut. So, Schiff ist unterwegs, macht seine erste Fahrt. Und sobald wir die zweite Fahrt machen, sollte oben genug Platz frei sein, dass wir Kühlschränke anliefern können. Und sobald die Kühlschränke da sind, das werden wir jetzt machen. Sobald die Kühlschränke da sind, könne man das Ganze auch gleich in die Stadt reinbringen und dort verkaufen. Also hier sollte für den Moment mal alles gut eingestellt sein. Müssen wir uns nicht kümmern. Jetzt warten wir noch ein bisschen ab, um Kosten zu sparen. Spulen wir mal ein bisschen. Was kostet uns denn ein Schiff? 175.000 wäre nicht so viel. Die Frage ist, genügt für den Moment eins, um die ganzen Kühlschränke zu liefern. Jetzt haben wir eh ziemlich genau 12 auf Lager, 14 sind es bereits. Hm.
Ich glaube, im Moment genügt noch eins. Das werden wir aber bald mal aufstocken. Möchte nur, dass wir auch wirklich schon ein bisschen verdienen. Dann hier die Lager, die kosten uns natürlich laufen. Das heißt, wäre auch in unserem Interesse, dass wir die irgendwann leer bekommen und eventuell abreißen können. So, ich glaube, die erste Kühlschranklieferung, naja, im August wird sich definitiv nicht mehr ausgehen, eventuell im nächsten Monat. Dann legen wir schon mal langsam los. Zumindest können wir ja schon hier einen Terminal bauen. Da erreichen wir hoffentlich alles. Wobei, da wären wir fast lieber etwas größer. Kommt zwar teurer, aber in dem Fall, glaube ich, könnte es sich lohnen. Und das Ganze müssen wir jetzt in die Stadt transportieren. Die Frage ist, wohin? Weil ich glaube, Straßen kann ich ja nicht abreißen. Genau, das heißt, ich muss schauen, wo wir einen Lagerplatz haben. Da war es jetzt eh gerade schon irgendwo grün. Naja, hier natürlich. Dann machen wir das auch hierher. Und was ist das nächstgelegene, wo wir hier den Terminal unterbekommen? Den etwas größeren gar nirgends. Da müssen wir einen kleinen irgendwo reinschummeln. Also leid mir natürlich, tut da Häuser abreißen. Da werden wir, glaube ich, nicht drum rumkommen. Okay, dann. Das ist definitiv das bessere Modell. Kostet ein bisschen mehr, aber hat weniger Betriebskosten. Nehmen wir mal gleich Kühlschränke und hierher bitte. Weil ich denke mal, die ersten Kühlschränke sind unterwegs, genau. Und da müssen wir die noch in irgendeinem Laden verkaufen. Und zwar einem Haushaltswarenladen. Und wo machen wir hier das meiste? 14. 14. Da werden wir sowieso nach und nach mehrere aufstellen. Weil ich glaube, wir starten mal hier. Da erreichen wir das Lager noch. Und passt. Dann kaufen wir uns gleich noch einen zweiten LKW. Beziehungsweise können wir, hätten wir können, den auch klonen. Perfekt. Und da sind unsere Kühlschränke am Weg. Und jetzt ist die Frage, genügt das Setup, dass wir Geld damit verdienen? Also machen wir ein Plus mit dem, was wir hier tun oder nicht? Also 12 Kühlschränke werden wir hier mit den zwei LKWs relativ schnell geliefert haben. Also auf den ersten Blick schaut es so aus, als würden wir jetzt schon Geld verdienen. Das klingt sehr gut. Dann glaube ich, ist der nächste Schritt die Lieferfrequenz zu erhöhen. Warten wir mal, bis der abgelegt hat. Aha, jetzt habe ich ihn natürlich da oben geklont. Naja, ist egal. Genau, Lieferung erhöhen und als nächstes können wir ja dann anfangen, nebst den Kühlschränken noch was anderes zu produzieren. Ja, wobei Haushalt, also die, naja, wobei, ja, die Schubkarren, wenn wir das Öl schon haben, das Öl war quasi gratis, würden sich die Schubkarren eventuell schon lohnen. Braucht man noch ein entsprechendes Geschäft, mehr Stahl müssen wir produzieren. Aber das sollte man schon hinbekommen, oder? Müssen wir mal schauen, dass wir da mehr Kühlschränke raufbekommen. Im Moment nehme ich unsere LKWs noch nicht ausgelastet. Die Frage ist, produzieren wir genug, um hier zwei Schiffe zu versorgen? Im Moment noch ja. Ja, schaut nicht so schlecht aus. Da sind noch 4 Stück übrig. Unser Schiff kommt gleich mal im Hafen an. Heißt, ich denke, wir liefern genug Kühlschränke, um hier einen stetigen Fluss zu erzeugen. Das schaut schon mal gut aus. Perfekt, okay.
Ist natürlich die Frage, produzieren wir da unten genug Kühlschränke? Aber ich glaube, ja. Würde man mehr losbekommen? Sicher sogar. Bin ich absolut überzeugt. Ja, absolut. Okay, und jetzt ist natürlich die Frage, wie investieren wir unser Geld geschickt? Was lohnt sich? Stahl wird man natürlich ein bisschen raufbekommen. Also wir könnten hier noch gegen Aufpreis sozusagen mehr rauspumpen, aber lieber wären wir jetzt fast ein zweites Stahlwerk. Ja, wir brauchen mehr Kühlschränke. Jetzt wird es schon knapp. Was kostet uns ein zweites Stahlwerk? 600.000 könnten wir uns in dem Moment gerade leisten. Eine Chemiefabrik kostet 550, die allein hilft uns aber nichts. Wir brauchen noch Baustoffindustrie, das heißt, da sollte man schon 1 Million auf der Seite haben, damit man auf die Schubkarren kommt und dann kann man sie oben noch nicht verkaufen. Heißt, wir starten, glaube ich, mal mit dem zweiten Stahlwerk und werden im Moment hier das ein bisschen erhöhen. Weil ihr seht, die Kühlschränke kommen zu langsam. Entsprechend müssen wir auch da verdoppeln. Da produzieren wir jetzt 5 pro Monat. Hier wäre noch ein LKW gefragt. Auf jeden Fall muss ich nur einen erwischen. Sehr schön. Und dann eben eventuell noch eine zweite Kühlschrankfabrik. Und dann können wir langsam anfangen. Ja, brauchen wir auf jeden Fall eine zweite. Wir produzieren gerade mal so viel, dass wir das Schiff halbwegs voll bekommen. Dann sollten wir uns um die Schubkarren kümmern. 400.000 brauchen wir da, okay. So, in der Erwartung, dass wir da bald noch mehr Kühlschränke anliefern, werden wir da jetzt auch mehr raufbringen. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen schauen. Eventuell haben wir da bald nicht mehr den Absatz. Da müssen wir einen zweiten Laden aufstellen. Jetzt warten wir mal drauf, dass wir hoffentlich die 400.000 zusammenbekommen. Sehr schön. Dann bauen wir gleich noch eine Kühlschrankfabrik. Die stelle ich für den Moment wieder auf, nicht 50%, sondern auf so ein. Sehr schön. Neues Fahrzeug verfügbar. Oh. Maximale Ladung 40, Geschwindigkeit ist, glaube ich, auch höher, oder? Ja, doch ein bisschen, auch weniger Betriebskosten. Oh, da fällt mir ein, was wir auf jeden Fall dringend brauchen, ganz, ganz dringend, ist hier und hier eine Werkstatt. Okay, jetzt haben wir zu viele LKWs wieder für den Moment. Die schaffen das nicht mehr ganz abzutransportieren. Es ist nicht mehr genug Ware da, um so, dass wir alles abtransportieren oder dass wir sie voll bekommen. Ja, dann ist die Frage, ob wir uns nicht ein drittes Schiff leisten an der Stelle. Ich würde sagen, ja, wir müssen aufpassen hier, das würde uns auch gleich mal voll laufen. Da werden wir vorsichtshalber da auch ein bisschen Öl erlauben. Also, Kühlschränke und dann gehen wir jetzt, glaube ich, wirklich auf die Schubkarren. So, zurück mit dem Öl. Sehr schön. Kühlschrankproduktion läuft auf Hochtouren und hier sind wir auf dem Maximum, da bekommen wir nicht mehr alles los, das heißt,
einen zweiten Haushaltswarenmarkt, der da auch in Reichweite des Lagers sein sollte. Das ist hier leider nicht mehr der Fall, aber macht nichts, da haben wir sowieso mehr Absatz. Bauen wir vielleicht dorthin, oder? Dann bekommen wir hoffentlich alles los. Okay. Dann kümmern wir uns jetzt um die Produktion von den Schubkarren, würde ich sagen. Brauchen wir vorher die Chemiefabrik. Ja, mit den Kühlschränken verdienen wir jetzt hoffentlich relativ gut. Werden wir gleich sehen. Ich denke mal, jetzt bekommen wir wieder alle los. Na, nicht ganz. Aber wir verdienen zumindest gut damit. Eben ein drittes Geschäft können wir eventuell noch machen. Hier könnte man eventuell noch Kühlschränke verkaufen. Beziehungsweise werden wir dann eine Fabrik sowieso irgendwann, würde ich gerade sagen, umstellen auf Besteck. Wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Könnte man tatsächlich machen. Wir müssten eigentlich nur das Edelstahl irgendwie da runter bekommen. Ja, aber zuerst mal die Chemiefabrik. Stellen wir da hinten auf. Brauchen wir natürlich noch ein bisschen Platz für die passenden Produkte. So, Gummi stellen wir hier her. Und dann gleich mal Schubkarren. Dann haben wir natürlich zu wenig, um beide Kühlschrankfabriken zu bedienen. Aber soll uns mal nicht stören. Da schaut es mal gut aus. Ja, jetzt überfüllt ist das Lager nicht, das passt. Und naja, Öl kommt langsam ein bisschen mehr zusammen. So, nichtsdestotrotz. Baustoffindustrie. So, bitte, los geht's. Und jetzt leisten wir uns, glaube ich, aber wirklich noch ein Lager da unten. Und zwar hier für, genau, für die Schubkarren. Und für den Gummi. Dann können wir den hier wieder wegnehmen. Okay, dann müssen wir ein bisschen langsamer schalten wieder. Weil jetzt, müssen wir schauen, hier brauchen wir 4 Einheiten pro Monat. Hier waren es vorher ein bisschen mehr. Die deaktivieren wir mal für den Moment. Ich schalte einfach mal alles aus und Kühlschränke. So, wir produzieren ganz schön viel Stahl, 14 Stahl. Da braucht man 6, 10, also sollte man eigentlich mehr Stahl produzieren im Moment, wie wir brauchen, was gut ist. So, das Schiff kann von mir aus bleiben. Kühlschrank, Lieferant und den stellen wir jetzt auf Schubkarren um. Sollte eh gleich mal ablegen. Beziehungsweise können wir da natürlich auch erweitern. Na, können wir nicht. Okay. Das heißt, er würde jetzt kurz hier stehen. Müssen wir uns dann noch was einfallen lassen. Damit hier nicht Staus entstehen. So wie in dem Fall, wenn er gewartet wird. So, das heißt, wir liefern jetzt auch Schubkarren an. Warten wir mal, bis die oben sind, ganz in Ruhe. Und jetzt eventuell auch noch Edelstahl. Den könnte man auch mit dem Schiff da runterbringen. Jetzt müssen wir mal vorher schauen, dass wir irgendwie, wie können wir dann das Ding erweitern? Lässt sich nicht erweitern. Theoretisch bauen wir einen zweiten Hafen daneben. Oder ist der jetzt,
So viel zum Thema Erweitern. Der ist jetzt offensichtlich erweitert. Sehr schön. So, Öl müssen wir wirklich aufpassen, dass das nicht voll läuft. Wobei Öl wird auch hier gerade eingelagert. Warum auch immer. Soll aber eigentlich okay sein. Vergesst da dann zu bestätigen. Und hier gehen wir es mal weg. Okay. Stahl haben wir leichte Überproduktion. Dann könnte man, wenn wir so wollen, hier mal mehr Kühlschränke produzieren. Schaut überhaupt mit unseren Zielen aus. Die Bilanz, der Firmenwert. 6 Millionen. Steigt also schon sehr schön. So, 12,5. Da ging eigentlich ein bisschen mehr. 15,6. Dass wir hier auch die Stahlwalzwerke gut auslasten. Ja, zwischendrin könnte man eigentlich Kühlschränke produzieren, um, wenn Stahlüberschuss ist, den wegzubekommen. Allerdings kann man genauso noch ein Stahlwerk aufstellen. So, sind schon Schubkarren da, jawohl, sind schon da. Da werden wir mal zum Start einen umstellen auf Schubkarren und einen Baumarkt bauen. Die Frage ist, wo? Müssen wir fast auch da irgendwie die Innenstadt platzieren. Bleibt sich fast gleich. So, stellen wir mal zwei auf Schubkarren. Okay, Kühlschränke haben wir zu wenige. Zumindest als dass wir hier wirklich die Schiffskapazitäten ausreizen. Das heißt, entweder Edelstahl produzieren oder noch ein Stahlwerk aufstellen. Da brauchen wir allerdings hier noch eine weitere Möglichkeit, Eisenerz abzubauen. Gut, schauen wir uns aber nächstes Mal an, weil ich glaube, Zeit ist für eine Pause. Die mache ich jetzt auch und wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.